die Temperatur von 5 Kilogramm Wasser von 20 Grad Celsius auf 30 Grad Celsius zu erhöhen, wird eine 2 Kilogramm schwere Eisenstange erwärmt und anschließend in dieses Wasser geworfen. Frage: Wie hoch muss die Temperatur dieser Stange sein? Wir stellen die Situation so dar. Am Anfang haben wir die Masse M1 von 5 Kilogramm Wasser bei der Temperatur T1 von 20 Grad Celsius. Wir möchten dieses Wasser erwärmen bis auf die Temperatur T von 30 Grad Celsius. Und dazu nehmen wir eine Eisenstange mit Masse M2 gleich 2 Kilogramm. Wir erwärmen diese Eisenstange und schmeißen sie ins Wasser. Frage: Welche muss die Temperatur T2 dieser Eisenstange sein, damit die Endtemperatur effektiv 30 Grad Celsius sein wird? Um die Aufgabe zu lösen, brauchen wir die spezifische Wärmekapazität vom Wasser sowie auch die vom Eisen. Diese zwei Zahlen entnehmen wir dieser Tabelle. Hier ist die spezifische Wärmekapazität von Wasser und hier ist die spezifische Wärmekapazität von Eisen. Wir übertragen diese zwei Zahlen in diese Liste der Angaben. Um die Aufgabe zu lösen, nutzen wir die Formel Delta Q gleich Cm Delta T und wir betrachten dieses System als abgeschlossenes System. Das bedeutet, dass die aufgenommene Wärmemenge vom Wasser gleich ist zur abgegebenen Wärmemenge vom Eisen. Aus dieser Gleichheit schließen wir durch diese Formel, dass C vom Wasser mal M1 mal T minus T1 gleich sein muss zum C von Eisen mal M2 mal T2 minus T. In dieser Gleichung ersetzen wir alle Größen durch die bekannten Werte und erhalten so diese Gleichung mit unbekannter T2. Hier rechnen wir die Klammer aus. Das macht 10 und hier verteilen wir dieses Produkt auf diese Klammer. So finden wir diese Gleichung und lösen sie nach T2 auf und somit haben wir herausgefunden, dass die Temperatur dieser Eisenstange ungefähr 252,66 Grad Celsius sein muss.